Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran NES Play Action Football. Es scheint eins der bekannteren NES-Football-Games zu sein, da gibt es ja eine Menge davon. Gab es auch auf der Virtual-Konsole für die Wii. Die amerikanische Flagge. Puh. Hoi, 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 hoi. Ja, ich kann mit Football nicht allzu viel anfangen. Alles, was ich von Football weiß, ist aus der Serie Blue Mountain State. Und die hat nicht allzu viel mit Football zu tun, sondern eher mehr mit Alkohol und hübschen Damen. Sagen wir mal so. Könnt euch die Serie mal reinziehen, wenn ihr wollt. Gab's oder gibt's noch auf Netflix? Ich habe keine Ahnung. Also, verzeiht mir bitte, wenn ich keine Ahnung vom Football habe. Aber ich zocke nochmal jedes NES-Game mindestens 10 Minuten und deswegen auch dieses Football-Game. Gut, dann lass uns mal loslegen. Der Ball fliegt. Ich habe ihn. Ich glaube, ich muss nach vorne laufen und ausweichen. Der blockt da schön, ja. Und ich wurde zu Boden gerissen. Wohl nicht gut. Gut, weiter geht's. Defense. Ich habe sowas von überhaupt keinen Plan. Ich warte einfach, bis die Zeit abgelaufen ist, oder ich drücke A, B, Select, Start. Gut, Start ist das Geheimnis gewesen. Ich kann das nicht überspringen. Ich habe irgendwas ausgewählt. Jetzt habe ich sicher voll die Ausnahmestrategie ausgewählt. Bin mir ganz sicher. Wo ist der Ball? Ich habe den Ball. Ich glaube, ich bin gerade gut. 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 Ich bin gerade richtig gut. Ich muss noch ein Stückchen weiter rennen. Und ich renne. Ja, ja. Nicht stehen bleiben. Einfach nur rennen. Und jetzt wurde ich zu Boden geworfen. Aber ich glaube, ich habe es gut gemacht. Er hat irgendwas gesagt. Sprachausgabe gibt es auch. Nicht selbstverständlich am NES. Das war eine richtig gute Strategie. Und jetzt machen wir irgendeine andere. Der links, rechts geht vor, Mitte geht vor. Irgendeiner blockt. Rechts unten schaut ganz gut aus. Runter. Lässt er mich nicht. Rechts. Rechts lässt er mich. Rechts schaut kompliziert aus. Pfeil über Kreuz. Okay. Ich renn einfach. War nicht so gut. War nicht so gut. Hat mich gleich instant zu Boden gekillt. Zu Boden gekillt. Und noch eine kleine Grafik. Not nett. Super nett. Nett ist es. Ich versuche mal mit links. Nein, das war jetzt oben. Whatever. Ich habe doch sowieso keinen Plan. Ja, Leute, ihr könnt mir mal in den Kommentaren ein bisschen Football-Nachhilfe geben. Ja, ich hab's irgendwie nicht. Nein, wieso? Nein, das bin nicht ich. Das ist irgendwie ein anderer. Das ist nicht gut. Wenn nicht ich den Ball hab. Der rennt irgendwie in die schlechte Richtung, in die er nicht rennen sollte. Könnt ihr den mal irgendjemand niederhauen, bitte? Oje. Muss ich irgendwas drücken? Nein, das bringt alles nichts. Ja, Football am NES, Leute. Ich bin mir sicher, das war ein gutes Game. Ich meine, es gab immerhin eine Virtual Console Umsetzung dafür. Also gab es wohl Fans. Ich meine, ohne Grund machen die das ja nicht. Und jetzt hat irgendwer... War ich das? Gegen den Pfosten? Geht das denn überhaupt? Nur gut. Nicht gut.
Und jetzt kickt der richtig fest und ich muss ihn fangen. Und dann, ich fange ihn hoffentlich und jetzt laufe ich. Jetzt laufe ich und ich werde hoffentlich gut gedeckt. Ja, ich werde gut gedeckt. Ja, und jetzt laufe ich weiter. Nein, ich wurde zu Boden gerissen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie verhindern kann. Kann ich irgendwie passen? Bringt's passen? Keinen Plan. Ja, machen wir einfach so weiter irgendwie. 5 Minuten habe ich erst. Oh Gott, ich muss noch 5 Minuten mich hier durchquälen. Du, ja, sorry, wenn ihr gerade das seht, ein voll Fan von dem Spiel seid, aber wenn man nichts mit Football anfangen kann. Ganz schwierig, ganz schwierig. Aber ich spiele nun mal alle NES-Games 10 Minuten und da ist eben Football auch dabei. Da müssen wir durch, da müssen wir durch. Ich drücke hier auf irgendeinen Tausch. Ich tausche hier irgendwas. Ich drücke auf irgendwelche Spieler. Mache, nein, Pause ist nicht gut. Ich möchte einfach hier, da drücke ich drauf und das ist auch nicht so gut, wenn ich da drauf drücke. Was ist, wenn ich da drauf drücke? Sehr gut, dann wie geht's weiter? Ich würde gerne hier raus aus diesem blöden Menü. Ich kann mir alle Spiele irgendwie anschauen, aber wie komme ich aus diesem Menü wieder raus? Hat er von selber gemacht. Ich habe nichts irgendwie. Ich hab vorher schon 10-mal B gedrückt, da hat er nichts gemacht. So, gut, jetzt kommt der ultimative von der Seite angreifen Trick. Wo? Nein, 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 nein. Nein, wieso kann... Wieso? Der ist da drüben, der mit dem Ball. Was machen die da so einen... Na, so wird das nichts. Nein, na. Na, so wird das nichts. Ich schaue mal die Optionen an von dem Spiel noch. Was gibt's denn da sonst noch für Optionen? Ja, diese Animation, die gefällt mir gut. Die ist nett gemacht. Touchdown! Leider nicht für mich. Leider nicht für mich. Machen wir nochmal kurz einen Reset und schauen wir hier noch die Details an. Copyright 1990. Publisher ist Nintendo. Am Anfang kommt diese Hymne. Also diese Hymne, die Hymne. Und eigentlich echt schön gemacht im NES. Sound passt. Die Spieler zwinkern sogar, sind ganz angetan. Ich glaube, das war damals schon eine richtig gute Grafik. Richtig fette Grafik für ein Football-Game. Da haben sicher schon alle gesagt, das schaut schon fast aus wie echt. Okay. Und was gibt es an Optionen jetzt? Kann ich hier irgendwas aussuchen? Ja, einer gegen Computer, einer gegen einer, zwei gegen Computer. Aha, man kann auch Koop spielen. Cool. Also Koop war sicher ein Hit. Also wenn man gern Football spielt, zu zweit zusammen gegen Computer sicher nice. Zu zweit gegen zwei andere sicher auch cool. Und One Player Playoffs. Das, ja. Okay. Whatever. Ich nehme das einfach mal. Ah, das ist so ein Cup. Okay. Playoffs, na klar. Je mehr man killt, desto höher steigt man auf und kriegt irgendwann den Pokal. Das war sicher die Herausforderung damals. Und ich kann mir irgendwie keine Mannschaft aussuchen. Kann das sein, dass ich immer mit meinen Leuten spiele gegen irgendwelche Teams? So, ich kriege jetzt den Ball und kann ich passen. Ich würde gerne passen. Ich habe ihn jetzt mit B selbst auf den Boden gehaut. Ist natürlich blöd, weil der soll nicht am Boden. Okay. Hätte ich vielleicht viel A drücken sollen, wäre vielleicht besser gewesen. Das probiere ich noch. Ich probiere das nochmal. Ich mache da jetzt einfach nochmal schnell einen Reset und schaue mir das an, wenn ich schnell B drücke, was dann passiert. Ich drücke mich da durch. Ja, ich möchte es nur ausprobieren, wie das so ist, wenn ich schnell B drücke. So.
So, jetzt kriege ich den Ball gleich wieder. Und wo ist mein Maxl? Den streiche ich aber nicht. Das weiß nicht ich. Okay, 10 Minuten sind um, Leute. Ich werde wohl kein American Football Fan. Sorry. Aber ihr könnt mich in den Kommentaren überzeugen davon, dass auch ich endlich ein Football Fan werde. Wird ja Zeit. Und immer nur Fernsehserien mit Football schauen, das reicht nicht. Ich glaube, man sollte Football richtig spielen, um es zu verstehen. Und mal kurz 10 Minuten am Ende, es reichen wohl nicht. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich habe schon jede Menge NES-Games gezockt, die nichts mit Football zu tun haben. Die könnt ihr euch gerne anschauen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr ein Abo dalassen. Ansonsten freue ich mich über Kommentare und natürlich über einen Daumen hoch. Da freue ich mich auch. Ich sage ciao.